Ich finde halt, es ist unglaublich wichtig, dass wir überall sichtbar sind, egal ob jetzt in einer Großstadt oder auf den ländlichen Gebieten. Und man sollte sich niemals den Raum zum Leben nehmen lassen, nur weil man damit andere stört oder damit andere vielleicht nicht begeistern kann. Ich bin Jenny Rasnow. Ich bin aktuell beim Christopher Street der Sachsen-Anhalt e.V. als Beauftragte für queere Bildung tätig und auch als Transberaterin. Und nebenbei bin ich auch noch beim offenen Kanal in Wernigerode als Moderatorin tätig beim Brave Magazin. Bleib erstmal an der Brust hängen. Hallo und herzlich willkommen, Es ist schon wieder liebe großartig. GästInnen, zum Harzer Queerfilmfestival. Ja, das erste seiner Art heute hier im offenen Kanal in Wernigerode. Und ich finde, es hat einen großen Applaus verdient, auch hier im Studio. Hallo, Leute. Großartig. Das Harzer Queerfilmfestival ist eine gute Möglichkeit, um andere Lebensperspektiven zu sehen, in denen man vielleicht auch selbst nicht drin steckt. Denn ich habe das Gefühl, wir werden immer wieder geprägt von Eltern oder von anderen Familienmitgliedern. Aber indem man mal den Perspektivenwechsel wie in einem Film einschlägt, kann man ganz viele neue Rollen an sich entdecken und vielleicht auch etwas entdecken, was man vorher noch nie erlebt hat. Wir sind hier gerade in meinem Zuhause, einem kleinen Dorf, wo ich sozusagen groß geworden bin. Und ich habe mir hier meinen Safe Space geschaffen und habe einen Platz geschaffen, in dem ich mich sehr wohl fühle, wo ich sein kann. Hier kann ich auch einfach mal ganz frei sein, ohne den gesellschaftlichen Druck, immer 100% als Frau gelesen zu werden. Und das gibt mir sehr viel Sicherheit in meinem Alltag. Ich habe das Gefühl, in der ganzen Gesellschaft in Deutschland verändert sich da etwas, dass es sozusagen aufbricht, Geschlecht aufbricht. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass in ländlichen Gebieten, gerade wie hier in Sachsen-Anhalt, trotzdem noch der Hass sehr groß ist. Und dass Menschen kommen und sagen, das gehört nicht zu uns, das gehört nicht in die Umgebung hierher. Und es werden immer wieder so Versuche gestartet, dass wir es so unbequem wie möglich hier haben. Mir ist es zum Beispiel passiert, dass in Wernigerode, also wo der offene Kanal auch steht, dass ich da auf der Bühne beleidigt wurde beim CSD. Hinter der Bühne wurden wir quasi auch angespuckt und mit Beleidigungen, ihr gehört hier nicht her und raus mit euch hier. Es wurden an dem ganzen Tag des CSDs wurden Flaggen verbrannt. Das ist uns tatsächlich nicht nur in Wernigerode, sondern auch in Köthen und in Weißenfels letztes Jahr, in Zeitz dieses Jahr überall passiert, dass quasi wir immer wieder vor großen Hürden standen. Ja, lieber Jordan, ich freue mich, dass du heute mit mir zusammen hier das queere Filmfestival eröffnest. Aber warum braucht es denn überhaupt ein queeres Filmfestival hier im Harz? Ja, liebe Jenny Rasnow, das Festival brauchen wir unbedingt, denn ich finde, in der aktuellen Zeit sehen wir ja, dass der Wind rauer wird und dass Menschen einfach anfangen, andere Menschen immer mehr zu diskriminieren. Und ich glaube, wir brauchen ganz dringend Aufklärung. Und deswegen ist es großartig, heute hier ein Festival steigen zu lassen, damit im Harz das bunte Leben auch wirklich ankommt. Los geht's, Film ab. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, in diesen Momenten eine Gemeinschaft zu haben, weil man dadurch Menschen hat, die einen verstehen und die vielleicht genau in dem Moment das Gleiche durchmachen, damit Menschen einfach andere Menschen haben, mit denen man sozusagen sprechen kann. Du hast den Film gesehen, einen ganz, ganz tollen Jungen. Ich glaube, du konntest viel auch mit deiner Geschichte verbinden. Vielleicht kannst du uns ganz kurz mal auf diese Reise mitnehmen. Ja, also bei mir war das sehr ähnlich wie bei dem Jungen, nur dass ich nicht so viel Support von meiner Familie und von dem Umfeld bekommen habe, sondern ich musste tatsächlich sehr, sehr lange mein Inneres verstecken und konnte quasi mein Inneres selbst nicht nach außen bringen. Zumal es auch wirklich schwer war, zu der damaligen Zeit an Informationen zu kommen. Also ich wusste gar nicht, dass es Trans gibt. Und das würde auch meine erste Frage aufmachen. Wann habt ihr das erste Mal erfahren, dass es Trans gibt? Ich habe natürlich immer Angst, dass sich Geschichte wiederholen könnte und dass die Regenbogenflagge wieder für viele Jahre in irgendeinen Sack getan wird und zugeschnürt wird. Aber ich glaube, dadurch, dass wir aktuell dieses Zusammenhaltsgefühl haben und dass wir das Gefühl haben, dass es viele queere Menschen gibt, kann das gut werden und auch stark werden. Und deswegen hoffe ich einfach auf eine gesunde Menschheit, die sagt, wir dürfen alle bunt und vielfältig sein. Und ich würde sagen, wir geben jetzt ab
in die Nacht, aus unserer Sicht zumindest, und wünschen euch eine ganz, ganz tolle Zeit und bleibt immer stark und mutig und traut euch, zu euch selbst zu stehen. Ihr habt heute hier gesehen, denke ich, an ganz, ganz tollen Persönlichkeiten hier in unserer Talkrunde. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Also, alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal in eurem Qualitätsfernsehen. Also mal mit dem Mikro in der Hand alle zusammenstellen. Ich entscheide mich immer wieder, diesen Kampf hier auszutragen, beziehungsweise meinen Weg im ländlichen Gebiet zu gehen, weil ich es unglaublich wichtig finde, dass man anderen Menschen Mut gibt, dass man anderen Menschen ein Vorbild schenkt, weil ich mir das auch selbst damals gewünscht hätte, als junges Kind, sage ich mal, hätte ich mir immer gewünscht, dass es so eine Person wie mich gibt. Ich finde, man sollte sich davon nicht den Mut nehmen lassen und glaube einfach, dass es auch eine unglaubliche Stärke ist, hier zu bleiben.